Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ihr habt gefragt, ob ich euch mal wieder so ein Loadout-Video machen kann. Das hat sich ja einiges bei mir verändert. Und das mache ich jetzt hiermit. Ich gehe einfach jede Waffe durch und zeige sie euch kurz. Meine Standard-Pistol bei den CTs ist diese hier, die USP Noir. Richtig schickes Ding, ich weiß, ja. Bei den Elites habe ich die Dueling Dragons am Stissel. Wunderschön hergestellte Teile. Meine P250 ist die Alligator. Extrem nasses Gerät, ich weiß. Als 5.7 habe ich, wie soll es anders sein, die Hyperbeast am Start. Ich drehe mich mal ein bisschen... So, irgendwie, wo, ja, so. Super schönes Ding. Und bei der Deagle hat sich auch einiges getan. Da habe ich die Deagle von Rick, die Comitio Dragon, mit Stat-Track. Richtig schickes Teil. Und einem Tag. Seht ihr es? Rick is with you. Kommen wir nun zu den Heavies. Da habe ich die Nova Hyperbeast. Auch ganz klar, dass Hyperbeast muss natürlich sein. Logisch. Als XM1014 habe ich die, wer ist sie? Python, glaube ich. Ja, Red Python. Red Python, so heißt sie. Die spiele ich so gut wie nie. Dann kommt hier die Heat bei den Swag 7s. Obwohl ich auch mittlerweile wirklich die Swag 7 habe, aber leider ohne Stat. Aber die Heat ist schon immer noch was Besonderes, oder? Meint er nicht auch? Dann folgt hier die Nebula Crusader. Die spiele ich auch eher selten. Die Kills kommen halt von Arms Race. Ist aber auch ein geiles Teil. Also für alle Gamer natürlich gerade die perfekte Waffe. Klar. Und dann die Negev Terrain. Wer ist du? Terrain. Spiele ich auch. Also nur im Arms Race. Ich glaube, ich habe mir die maximal halt einmal so aus Spaß in einem Matchmaking geholt. Aber ja. Ist nicht so meins. Nun kommen wir zu der MP9. Das ist die Airlock. Auch ein sehr schickes Gerät. Spiele ich auch eher selten. Aber ab und an kommt sie dann doch mal zum Vorschein und regelt. Dann hier die wunderbare Urban Hazard. Vergesst den Livestream später nicht, gell? 22 Uhr, Leute, heute am Freitag. Und als UMP45 habe ich noch die Primal Saber drin, aber da werde ich bald wechseln auf die Arctic Wolf. Die ist halt nur noch auf dem anderen Account. Das ist die aus der Clutch Case, also diese Arctic Wolf. Die ist auch sehr nice, die Primal Saber. Auf jeden Fall ein richtig sickes Teil. Aber die Arctic Wolf ist halt auch echt... Als P90 habe ich die Grimm am Stissel. Ganz klar, ich denke, es ist verständlich, warum. Ja, grün, geile Motive, sick. Und bei der Pipi Bison die Osiris. Die habe ich auch gerade gestern im Stream rausgehauen, also einer davon. Die werden immer gerne genommen. Dann kommt als nächstes die Farmers, da habe ich die Mecha Industry, heißt die, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, die heißt Mecha Industries. Die habe ich schon die ganze Zeit drin. Mecha Industry. Und jetzt hier aber als M4A4 die Noir, um das Noir-Team voll zu machen. Einfach eine wunderschöne Waffe. Also, das ist wirklich Kunst. Vielen Dank nochmal, Sakropi, ne? Dann gibt's hier die Dragonfire bei der Scout. Auch ein besonderes Stück, finde ich. Ist wirklich ein geiles Teil, oder? Ich glaube, die kam von Ghost Rider. Auch nochmal Dankeschön. Richtig edle Geschichte. Ja, dann habe ich hier noch die Auk Aristokrat. Ich glaube, die habe ich beim letzten Loadout-Showcase auch schon drin gehabt. Ja, stabiles Teil. Bei der AWP gibt es eine Neuerung. Und zwar ist es zwar immer noch eine Hyperbeast, aber es ist jetzt eine mit Stat-Track von Basmore. Es steht auch da unten drauf, sponsored by Basmore. Thanks, Rick. Ja, echt geiles Teil. Die habe ich mir immer gewünscht, also in Stat-Track und... Jetzt habe ich sie. Schon 10 Kills drauf. Ich glaube, das ist mehr, wie jemals überhaupt gemacht wurde im ganzen Spiel. Dann haben wir ja noch die Scar Green Marine. Ja, wie gesagt, Arms Race Waffe, die spielt man eigentlich nicht. Und das war es dann auch soweit mit den Waffen. Zu guter Letzt kommt dann noch das Knife. Das kennt ihr eigentlich auch schon vom letzten Mal. Und zwar ist es natürlich das Marble Fate Fire and Ass von der Community. Columbit! Tata! Eigentlich wäre heute was anderes gekommen, aber leider habe ich keine Zeit gehabt, das fertig zu machen. Das wäre dann erst um 8 fertig geworden. Dann habe ich versucht, 2, 3 Overwatches aufzunehmen, aber alle 3 musste ich weggeben, weil sie einmal langweilig waren. Dann waren Spinbotter dabei, was auch gleichzeitig Langeweile ist. Und am Schluss hatte auch jemand direkt Aim Assist an und es war ein Soundbug am Start. Ich habe durchgehend einen Molly gehört. War echt eklig. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.